Hey zusammen, Togi hier. Ich habe mir überlegt, mal ein kleines Laber-Video zu drehen für Dinge, die vielleicht in kein ganzes Video passen. Wenn das Ganze gut läuft, werde ich das vielleicht jetzt öfters machen, einmal die Woche, einmal im Monat, um euch einfach mal ein paar Dinge zu zeigen, was es bei mir Neues gibt oder was ich so vorhabe. Zuerst einmal möchte ich mich bei allen von euch bedanken. Ich habe innerhalb von nicht mal ganz 2 Monaten über 80 Abonnenten. Ich habe fast 1000 Aufrufe auf meine Videos und das finde ich persönlich schon gigantisch. Ich hätte nie mit so einer Resonanz gerechnet und das habe ich im Endeffekt euch zu verdanken. Ich finde das super toll, dass ihr meine Videos schaut. Ich bekomme auch sehr viel positive Resonanz von euch und das motiviert mich immer wieder auch weiterzumachen und den Kanal fortzuführen. Also an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön von meiner Seite und ich werde mir Mühe geben, euch auch weiter auf dem Laufenden zu halten und schön Content für euch zu... Was krabbelt hier? Mehr oder weniger sinnvollen Content zu beliefern. Meine Intention dahinter, hinter diesem ganzen YouTube-Thema, ist ja eigentlich eine kleine Community aufzubauen. Also ich möchte ganz gern mit euch sehr eng interagieren, eure Empfehlungen entgegennehmen, eure Vorschläge, eure Wünsche, wie auch immer, von Dingen, die ich vielleicht mal vorstellen könnte. Und ich hoffe, dass wir das zusammen hinbekommen und irgendwie daraus eine kleine Community gestalten können. So, was ich euch eigentlich erzählen wollte. Ich war mal wieder fleißig shoppen und habe mich mit einigen neuen Outdoor-Gadgets eingedeckt. Unter anderem einmal das Moraknife Robust, dass ich endlich mal ein vernünftiges Outdoor-Messer habe und nicht immer mein Taschenmesser nehmen muss. Dann habe ich mir die Silky, hieß sie glaube ich, genau, die Silky gekauft. Kennen wahrscheinlich einige von euch. Eine mega geile Outdoor-Säge. Einmal einen Feuerstahl geholt, dass ich auch mal lerne, wie man ohne Feuerzeug Feuer macht. Und zu guter Letzt, ta-da-da-da, die kam jetzt erst vor kurzem, eine Outdoor-Laterne mit 1000 Lumen und ich glaube, möchte nicht lügen, bis zu 12 Stunden oder 16 Stunden Akkulaufzeit. Also ich finde das Teil schon mal mega cool, ich habe sie schon mal ausprobiert, werde sie wahrscheinlich euch in einem extra Video einmal vorstellen. Genau, das waren für mich jetzt erstmal die Dinge, wo ich sage, die brauche ich jetzt erstmal. Also das Messer war besonders wichtig, die Säge war besonders wichtig, um sich mal ein paar Dinge zu bauen, zu bushcraften quasi. Habe die zwei Sachen auch gestern einmal ausprobiert, leider keine Kamera dabei gehabt. Das war mal ganz privater Natur. Ich möchte ja auch mal ein bisschen entspannen und auch selber mal die Sachen in Ruhe ausprobieren ohne Kamera. Aber ich denke, ich werde sie euch auf jeden Fall noch vorstellen. Zumindest einige davon. Was gibt es sonst noch? Ich denke nicht, dass ich mich irgendwann in irgendeine Richtung oder in irgendeiner Richtung festlegen werde. Also entweder Vanlife oder dieser urige Bushcrafter. Ich bin, denke ich, so ein Zwischending. Also ich halte mich wahnsinnig gerne in der Natur auf. Ich liebe die Stille. Ich mag Tiere. Was krabbelt hier? Geh weg. Geh weg. Ich mag alles, was mit Natur und vor allem auch Wasser zu tun hat. Aber ich bin gleichermaßen auch ein sehr, sehr großer Technik-Fan. Alles, was in irgendeiner Form mit Technik zu tun hat, mit was Akku betrieben ist, was leuchtet, was sich dreht, was wie auch immer, ich finde es faszinierend. Mich interessiert alles, was das Thema Technik angeht. Und ja, von daher denke ich, dass man mich nicht irgendwie in eine Schublade stecken kann. Ich möchte mich jetzt auch nicht verbiegen und diesen Kanal unbedingt in eine Richtung drücken. Ich möchte einfach das vorstellen oder das machen, worauf ich echt Bock habe. Ansonsten, ihr merkt das dann wahrscheinlich auch im Video, wenn ich auf irgendein Thema keine Lust habe. Und das möchte ich sehr gern vermeiden. Ein Punkt gibt es natürlich da auch noch. Diese ganze Sache, mir machen die Reviews wahnsinnig viel Spaß, wobei ich das nicht unbedingt als Review bezeichnen würde. Ich würde es eher als Vorstellen bezeichnen, weil um ein anständiges Review zu machen, braucht man Erfahrung. Man muss die Dinge testen, mindestens je nachdem, was es ist, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr. Das sind keine Reviews, die ich da mache. Habe ich auch erst im Nachhinein festgestellt. Es ist mehr eine Vorstellung und ich erzähle meine Meinung dazu. Als nächste Sache finde ich natürlich auch das Thema Bushcraft sehr interessant. Also ich habe jetzt gerade, wo ich dieses Mora-Messer habe, mal ein kleines bisschen geschnitzt und mir ein paar einfache Dinge selbst gebaut, sage ich mal. Das will ich viel mehr machen. Also das fasziniert mich total. Ich finde das genial mit so einem Rohstoff Holz, den es überall im Wald gibt, halt an Totholz, zu arbeiten und sich damit Dinge zu craften quasi. Ja, das will ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Ein Problem gibt es bei der ganzen Geschichte noch. Der Winter steht vor der Tür. Also
Ich habe ja eigentlich den Anspruch an mich selbst, auch jede Woche ein Video zu veröffentlichen, einfach auch, weil es mir Spaß macht. Ja, allerdings, was mache ich im Winter? Ich habe bis jetzt noch keine so richtige Vorstellung, was ich im Winter viermal im Monat zeigen könnte. Falls ihr Ideen habt, was euch interessieren würde, was man im Winter machen kann, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Vielleicht suche ich mir die ein oder andere Sache dafür raus. Ansonsten überlege ich, ob ich eventuell andere Hobbys, die ich habe, ein bisschen in diesen YouTube-Kanal mit einfließen lasse. Ja, was steht sonst noch an? Ich stelle auf jeden Fall bei jeder meiner Outdoor-Touren Outdoor? Touren. Ich stelle auf jeden Fall bei vielen meiner Outdoor-Touren fest, dass mir noch allerlei Dinge fehlen. Ich bräuchte zum Beispiel mal noch einen Campingtisch. Eine Laterne habe ich mir jetzt gekauft, dass ich etwas Licht habe. Messer habe ich, also ich denke, die Grundausstattung ist erstmal da. Ein Schlafsack wäre nicht schlecht, dass ich nicht jedes Mal meine ganze Bettwäsche von zu Hause mitschleppen muss. Ja, auf jeden Fall, es fehlen noch allerlei Dinge, die ich mir noch nach und nach zulegen werde, wie ich ja schon in meinem Intro-Video gesagt habe. Ja, mal schauen. Also so einen richtigen Plan habe ich noch nicht, aber ich denke, das wird sich so nach und nach einfach ergeben. Ja, das war's erstmal dazu. Ich hoffe, euch hat mein kleines Laber-Video gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Kommentare etc. habt, schreibt es mir gern unten in das Kommentarfeld. Ich würde sehr gern mich ein wenig mit euch austauschen und hoffe dadurch auch mehr Inspiration für neue Videos zu bekommen. Also schreibt mir sehr gern, was euch interessieren würde. Vielleicht picke ich mir das ein oder andere dabei raus. Leider ist mir bei meiner letzten Aufnahme die Speicherkarte abgeschmiert, daher gibt es jetzt die Abmoderation von zu Hause aus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gern einen Daumen nach oben. Falls ihr mich noch nicht kennt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe bis zu meinem nächsten Video. Macht's gut, Leute!